Also, dass der PvP-Zug bei mir schon so ein bisschen abgefahren ist, also, und ich ihn so ein bisschen verpasst habe. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Runde Jump League. Heute, wie immer, auf dem Playmunity-Server. Weil auf einem anderen Server gibt es Jump League nicht und es macht eigentlich nur Sinn, hier das zu spielen. Und es ist eigentlich unnötig, was ich jetzt hier sage, aber scheiß drauf. Hauptsache, willkommen zu einem neuen Video. Ja, Jungs, Jump League spiele ich eigentlich nur dann, wenn ich irgendwas ansprechen möchte. Und das müsste ich heute so ein bisschen teilweise ansprechen. Okay, eigentlich möchte ich das komplett ansprechen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was für eine Scheiße das war, was ich gerade gesagt habe. Und zwar habt der eine oder andere vielleicht mal schon gemerkt, der Daniel, der spielt weniger Minecraft. Auch auf YouTube und auch auf Twitch, beziehungsweise Hitbox, also in den Streams. Auch in Videos, auch in Streams kommt einfach weniger Minecraft. Und das liegt daran, dass ich eventuell. Also, dass der PvP-Zug bei mir schon so ein bisschen abgefahren ist, also. Und ich ihn so ein bisschen verpasst habe. Oder wie auch man das sagen möchte. Also, keine Ahnung, für mich ist PvP eventuell zufällig, ganz zufällig eventuell vorbei. Ich habe mittlerweile, also bisher war halt auf Twitch so, ich habe mein, als Main Game, also als das Game, was ich halt so spiele, immer Minecraft bezeichnet. Also, wenn jemand gefragt hat, was ist dein Main Game? Minecraft. Oder was streamst du? Hauptsächlich Minecraft. Und mittlerweile ziehe ich einfach CSGO dazwischen. Also, dazu. Nicht dazwischen, dazu. Daniel lernt Deutsch. In der Beschreibung steht jetzt auch mittlerweile auf Twitch und auf Hitbox, dass ich, dass meine Main Games Minecraft und CSGO sind. Aber bin auch für was anderes offen. Steht, glaube ich, so drin oder so ähnlich. Und ich habe halt letztens mir einfach so darüber Gedanken gemacht. Ja, wie ist die Situation momentan? Willst du denn überhaupt Minecraft PvP spielen? Und bla 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 pipapo. Und als ich nachgedacht habe, habe ich so gemerkt, in der letzten Zeit, wenn ich Minecraft spiele, dann spiele ich gerne Minecraft. Also ich habe eigentlich immer Lust auf Minecraft. Aber das Gefühl, nicht mehr spielen zu wollen, beziehungsweise was anderes spielen zu wollen, tritt viel schneller ein als früher. Also, keine Ahnung, früher habe ich so 5 Stunden Minecraft gespielt. Da hatte ich das Gefühl, ja, jetzt könnte ich vielleicht mal eventuell was anderes zocken. Oder vielleicht könnte ich jetzt mal den Stream ausmachen und mache morgen weiter. Oder ich schneide einem YouTube-Let's Play oder was auch immer. Und ja, momentan ist es schon so vielleicht so noch 2 Stunden, dass ich mir so denke, ja, lass ein bisschen lieber CS zocken oder. Ja, will ich jetzt denn überhaupt noch weiter streamen? Vielleicht mache ich jetzt den Stream aus. Also innerlich mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Das sage ich jetzt nicht immer on stream. Manchmal sage ich so, ja, hättet ihr jetzt gerade gleich Lust auf CS. Manchmal habe ich auf CS keine Lust und dann zwinge ich mich so ein bisschen dazu, noch Minecraft zu spielen. Weil ich will streamen, aber ich habe jetzt keinen Bock zu CSGO zu wechseln. Und Minecraft macht mir jetzt auch nicht so wirklich Lust mehr. Aber ich zwinge mich halt dazu, Minecraft zu spielen, weil ich streamen will. Und ohne Games zu streamen geht halt nicht, ne? Und jetzt, wenn Aquaro startet, dann wird es sich wahrscheinlich wieder ändern, weil ich das Projekt wieder ein bisschen suchten möchte und werde. So wie bei MC Daniel 2.0, bei Minecraft Disaster, ich getan habe am Anfang. Am Ende habe ich dann halt ein bisschen so aufgehört, weil einfach die anderen inaktiv waren und keine Ahnung. Eigentlich in so einem Projekt ist mir eigentlich immer wichtig, dass jemand mitmacht. Also keine Ahnung, fand ich auch schon bei MC Daniel 2.0 cool und werde auch bei Aquaro cool finden, dass halt die Community mitmachen kann. Und bei Disaster waren es halt die anderen YouTuber, die halt relativ schnell eben das Ganze langweilig fanden. Noch schneller als ich. Wie auch immer. Also, keine Ahnung, jetzt spiele ich auch nur Jump League, weil solche Jump'n'Run-Modi noch so meine Lieblingsmodi sind. Das halt so ein bisschen weniger PvP beansprucht als jetzt andere Modi. Und keine Ahnung, vielleicht ist halt einfach PvP für mich vorbei. Ich zock's noch gerne, auch in den Streams, aber es kommt halt einfach weniger und man. Wenn man jetzt mal Stream einschaltet, dann muss man halt einfach, wenn man Minecraft sehen will, dann muss man es einfach halt erwischen, ne? Also Samstagvormittag ist halt immer Minecraft und während der Woche
eigentlich kaum noch. Vielleicht mal so ein-, zweimal die Woche außer Samstag. Sonst kommt halt CSGO oder... Keine Ahnung, mittlerweile habe ich auch am Anfang einfach angefangen, weniger zu streamen. Wird sich jetzt mit Aquaro ändern. Also ich habe die Zeit wirklich jetzt in Aquaro gesteckt. Die einzige Sache, die noch fehlt, ist die Website für Aquaro, weil wir werden jetzt diesmal eine eigene Website haben. Das Projekt ist eigentlich schon startbereit. Für ein Plugin fehlt noch ein Update. Da ist noch unser YumpyTV, unser Programmierer, noch dran am Machen. Aber wenn es fertig ist, dann ist das Projekt wirklich komplett startbereit. Aber wir könnten jetzt schon starten ohne dieses Bugfix. Es würde auch gehen. Also wir müssen nicht unbedingt dieses Patch abwarten, aber wir tun es jetzt, weil wir sowieso auf die Website warten müssen. Ne? Also die Website wird generell von zwei Personen gemacht. Ein Klassenkameraden von mir und von einer Person, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Irgendwas mit HD. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie der heißt. Irgendwas mit N und HD am Ende. Natro HD, Nitro HD, Norton HD. Ne, Norton ist ein Antivirusprogramm, ne? Schleichwerbung. Auf jeden Fall, die beiden machen das noch. Also, ich sag mal jetzt seinen Namen. Ich denke nicht, dass er was dagegen haben wird. Der Fabi, der schreibt die Texte. Und der N.HD, der macht den Design für die Website. Ist auch bald fertig. Ich denke, nach der Gamescom werden wir sogar starten mit dem Projekt. Und wir werden ganz viel Spaß miteinander haben. Bis dahin gibt es halt PvP. Und wenn es mir langweilig wird, dann halt CS. Und keine Ahnung, ihr könnt mal eure Meinung... Okay, es ist jetzt gerade schon ein bisschen zu früh mit dem Thema fertig, aber... Keine Ahnung, ich will heute einfach noch sagen, dass ich eure Meinung gerne wissen würde zu dem ganzen Thema PvP und Minecraft und so und CSGO und was ihr davon haltet und auch was ihr davon haltet, dass ich jetzt auf dem YouTube-Channel hier wieder aktive Let's Plays mache, weil das habe ich eigentlich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Ich mache jetzt momentan Mad Max und YouTubers Live und wenn ein Projekt von den beiden vorbei ist, werde ich wahrscheinlich wieder ein neues anfangen. Zukunftsmäßig geplant ist, einmal COD komplett zu Let's Playen, vom Anfang an, also von COD 1, COD 2, COD 3 und so weiter, je nachdem, wie die Teile heißen, ich habe jetzt vergessen. Auf jeden Fall will ich alle COD-Teile komplett durch Let's Playen. Ich hoffe, das gibt keine Probleme auf YouTube, weil ich habe gehört, dass die COD-Entwickler, wie heißen die, Activision oder Actimel oder keine Ahnung, wie die heißen, die haben, glaube ich, irgendwas... gegen COD-Content auf YouTube. Da muss ich mich noch mal ein bisschen erkundigen. Aber das ist ein Spiel auf jeden Fall, das ich noch Let's Playen möchte. Und ansonsten ist, glaube ich, noch, sind noch zwei Lego-Spiele in meinem Steam-Bibliothek, die ich mal spielen wollte. Ja, und mehr ist zukünftig auch erstmal nicht geplant, aber ich mache jetzt wieder öfters Let's Plays auf YouTube. Habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit dafür, dass ich jetzt ein bisschen mehr mich halt auf sowas konzentrieren und ein bisschen weniger auf Minecraft. Oh shit, das könnte ich schaffen. Ja, easy. Krieg ich hier noch die Kiste? Nee, die Kiste hier kriege ich nicht mehr. Jetzt ist PvP-Time. Also ja, wie auf YouTube kommt weniger Minecraft, dafür die Let's Plays. Und der gibt mir jetzt richtig hart in den Anus. Das hat weh getan. Oh, hier ist ein Spieler, hi. Leder. Ah, cool, der war die ganze Runde lang AFK. Kann man auch mal sich gönnen, ne? Ich will jetzt mal ein bisschen abstauben. Habe ich den Kill jetzt eigentlich bekommen? Keine Ahnung. Ne, ich habe den Kill sogar nicht bekommen. Egal. Das ist der AFK-Typ wieder. Was machst denn du? Hat er überhaupt welche Items? Ich glaube nicht. Na, egal. Auf jeden Fall auf YouTube weniger Minecraft, dafür Let's Plays, auf Twitch halt ein bisschen mehr CSGO und wenn Aquaro startet, dann wieder Aquaro, aber halt einfach ein bisschen weniger PvP, also generell, wenn ich sage weniger Lust auf Minecraft, meine ich halt einfach nur den PvP-Teil, Jump League und Lucky Race und sowas mache ich noch ganz gerne, eigentlich so am liebsten, aber das kann man halt auch nicht stundenlang spielen, weil es halt schnell langweilig wird und wenn man zu viel spielt, dann hat man keine Lust mehr daran und wenn ich Lust haben möchte, dann spiele ich halt wenig. Und oft. Und nicht selten und lange. You know? So, ja. Yeah. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Bin gespannt drauf. Würde mich interessieren. Schade, hätte ich den jetzt getroffen. Wäre ganz nice gewesen. Er hat jetzt auch noch Regeneration, Alter. Nervt mich nicht. Ja,
Ja, komm von hinten. Haha, Teaming. Nee, ich teame nicht. Ich geh auf die mit der loweren Rüstung. Eine Schuhe habe ich noch nicht. Oh, dachte ich habe schon jetzt eine Schuhe. Oh, ich könnte diesen Mining sogar kriegen. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt habe ich eigentlich ziemlich viel Spaß am PvP. Gerade. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer Lust am PvP, nur ich habe mittlerweile schneller, weniger Lust darauf. Und deswegen spiele ich schnell was anderes und ich kann mittlerweile nicht mehr jeden Tag PvP spielen. Vielleicht habe ich das komisch erklärt, aber ich bin ein komischer Typ. Ich glaube, das wissen die meisten schon, die mich so ein bisschen verfolgen, die mich so ein bisschen kennen. Und deswegen, Jungs, auch wenn es komisch rüberkam, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, gerne nochmal in die Kommentare nachfragen. Mich auch interessiert auch eure Meinung. Und ja. Wo ist denn der? Das ist der letzte Gegner. Oh, jetzt ist ein 1-on-1 dran. Wer diese Runde hier jetzt gewinnt, craftet sich einen Goldapfel. Kann ich aber auch machen. Wer diese Runde jetzt hier gewinnt, der hat gewonnen. Das komplette Spiel. Sheesh. Ich stack mir den Apfel. Let's go. Ich habe keine Pfeile. Das ist doof. Sind auch meine extra Herzen weg. Ey, wie, du stoßt mich jetzt hier runter, ne? Ich habe schon gehofft, dass du wieder so einer bist. Dich kennt man. Also, dich kennt man jetzt nicht, aber die Sorte kennt man, die ich gerade gesagt habe, die einen runterschubsen. Oh, im Wasser bist du natürlich. Ein leichtes Zielobjekt. Jetzt läuft er weg, natürlich. Kann man verstehen. 101. Finale Entscheidungs-PvP-Runde. Entscheidungskampf, besser gesagt. Man möchte jetzt auch volle Leben kriegen, ne? Und dann wieder weiterkämpfen. Nein, du bist nicht so einer. Habe ich gerade eben schon gesagt, ne? Das Thema haben wir schon besprochen. Jetzt komm her. Sei nicht so schüchtern. Tu dir nicht weh. In real life. Ey, Bro, ich habe jetzt keine Lust, dich irgendwie 10 Jahre zu jagen, Mann. Ja, weißt du? Ich hatte Bock heute auf PvP, okay? Am Anfang der Runde auch schon. Jetzt gerade vor einer halben Minute auch schon. Aber jetzt kommt wieder so ein Abfucker und läuft eine halbe Stunde weg. Und dann meint ihr, dass ich Spaß haben soll in den ganzen. Ja, sorry, aber es macht jetzt auch keinen Spaß, irgendwie 10 Stunden hinterher zu rennen und die Runde unnötig in die Länge zu ziehen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Abfucker viel mehr geworden sind. Also früher war es so. Es gab in Minecraft. Hat er gerade seine Hexe ausgepackt? Oder hat er nur so ein mega nice Combo hinbekommen? Er kriegt mich jetzt. Aber ist da gerade. Lol, ich habe mein Schwert weggepackt, lol. GG. Okay, das war jetzt gerade noobig von mir. Alter, aber was waren das für komische Hits ganz am Ende, lol. Naja. Mich hat er ja damit abgefuckt, dass er die ganze Zeit weggelaufen ist. War trotzdem eine nice Runde. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Abfucker mehr geworden sind. Also die Hacker, die ganze Zeit weglaufen, die ganze Zeit beleidigen. Früher war es auch schon so, dass es immer solche Leute gab, aber die haben sich eher so in Grenzen gehalten. Und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass die viel mehr geworden sind. Weswegen ich halt auch schneller weniger Lust habe auf Minecraft und mal irgendwas anderes spielen möchte. Und dann in ein paar Tagen wieder Minecraft. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 10-mal erklärt und ihr versteht es wahrscheinlich immer noch nicht, was ich meine. Aber scheiß drauf, lasst einen Daumen da. Ja. Am besten einen, der nach oben zeigt. Weil die anderen, die sind nicht so gut. Das ist nie, wirklich nicht so gut. Also, der nach oben zeigt, den drücken. Ne? Man sieht sich. Tschüss.